Das lebendige Museum in Großauheim lud zum Maskenbasteln für schaurige Halloween-Verkleidungen ein. Und die kleinen Künstler gingen mit Hilfe ihrer Eltern eifrig ans Werk. Ja, also es werden Masken hergestellt, historische Masken, die jedes Kind nach seinem eigenen Geschmack bearbeiten kann, verzieren kann. Also jedes Kind bekommt eine ganz besondere Maske mit nach Hause auch, oder stellt auch eine ganz besondere Masken her. Und es ist eine Familienwerkstatt. Das heißt, die ganze Familie wird mit einbezogen. Es kann also wirklich vom kleineren Kind bis zu den Großeltern jeder mit dabei sein. Es soll eben auch ein Angebot sein, das speziell auf die Familien zugeschnitten ist. Und es sind historische Masken, die aus dem thüringischen Bereich stammen auch, die 1970 herum von der Familie Betz gerettet worden waren. Die Maskenproduktion war nicht mehr rentabel, die Masken sollten eigentlich vernichtet werden. Und der Familie gelang es also, so knapp 100 Masken zu retten, die dann an die Hanauer Museen übergegangen sind. Und wir haben hier also die Möglichkeit, mit diesen historischen Masken, mit den Familien und mit den Kindern, also ganz spezielle, ganz besondere Masken herzustellen. Und mit diesen bunten Masken werden die Kinder am Abend des 31. Oktober wieder von Haus zu Haus ziehen, um sich mit Hilfe des Halloween-Brauchs ihren Süßigkeitenvorrat gehörig aufzustocken. Doch was denken Erwachsene über dieses Fest, das in Deutschland immer öfter gefeiert wird? OP Online hat sich in der Hanauer Innenstadt dazu umgehört. Ja, wird immer mehr Halloween gefeiert in Deutschland. Was halten Sie davon? Nicht ganz so viel. Ja? Ja, das kommt ja aus den Staaten und naja gut, wenn es den Kindern Spaß macht, können sie es feiern. Aber ja, ich bin noch nicht so der Faschings-Fan von daher. Na gut, für die Kinder oder so ist es ganz lustig einfach, ne? Und wichtig ist einfach, dass die Eltern auch mit den Kindern mitgehen. Sich so allein loslaufen lassen. Ganz früher, unsere Kinder sind ja mittlerweile etwas älter, haben wir das auch praktiziert, weil wir viele amerikanische Freunde gehabt haben, Lamboy-Gebiet und so etwas. Und da ist auch ganz Hanau das gelaufen. Also früher bin ich halt immer auf die Straße gegangen und mit meinen Freunden habe ich Süßigkeiten gesammelt, aber so eigentlich bin ich jetzt aus dem Alter raus und gibt ja immer so Partys, aber das interessiert mich jetzt auch nicht wirklich. Also mir ist das fremd. Aus meiner Kindheit kenne ich das nicht und ich kann mich da auch nicht wirklich mit anfreunden. Okay. Und Monster sind sowieso nichts für mich. Eigentlich halte ich da gar nichts von, ja, weil das gehört nicht hier zu uns, das ist eine andere Kultur. Das machen die Amerikaner, daher kennt man es, aber hier finde ich das einfach nur befremdend. Ja, das ist eine tolle Sache eigentlich für die Kinder. Ja. Das ist wieder ein Stimmungseindruck in einer Zeit im Jahr, wo die Kinder ein bisschen Spaß haben, wo die Wirtschaft auch davon gut profitiert und wir uns dann einen wegtrinken können, oder?